Und Time Rift? Nee. Scheinbar nicht. Na gut, werden wir hier sofort reingeschmissen in die Villa oder muss ich den kompletten Weg wieder zurücklatschen? Ich hoffe, ich werde reingeschmissen. Bitte? Bitte, Spiel? Schmeiß mich direkt in die Villa rein. Ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal zu Fuß gehen. Ah, bis gleich. Ihr kennt ja den Weg. Irgendwie war es beim zweiten Mal viel einfacher durchzukommen. Wahrscheinlich, weil ich einfach schon wusste, wie ich es machen musste, aber trotzdem war es relativ einfach. Und ja, hier muss man in den Hintereingang rein. Daran kann ich mich noch erinnern. Waren das irgendwo hier in der Ecke? Glaube ich. Ja, hier ist es. Was wäre, wenn ich hier... Kamera? Was wäre, wenn ich hier noch weiter hinten gehe? Ich glaube, da... Okay, da ist nur Heilung. Okay, da ist sonst nichts. Okay, let's go! Rein da! Ich sag da rein da! Ich sag da... Rein da! Okay, jetzt geht's richtig los. Oh! Wo sind wir denn hier? Da ist ein Schlüssel, den hätte ich gern. Ich muss aber sagen, interessante... Wait, what? Aha. Ich darf ja eigentlich gar nicht sein. Ist mir aber egal. Hier ist eine Wolle. Kling. Und ja, wir gehen ja trotzdem aber lange in der Kunde mit uns. Weil sonst wird unsere Seele für immer festgenagelt irgendwo. Weiß ich nicht. Ich will das nicht. Ich will meine Seele immer wieder haben. Checkpoint! Oh oh, das heißt ja nur, dass es hier. Dass es hier noch irgendwas Böses geben wird. Ich habe kein Schwert, keinen Angriff mehr. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an eine Paper Mario Sticker Star. Diese Villa. Irgendwie erinnert mich das daran. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, kann ich hier rein? Oh, Leute, ich hab Angst! Wer mag das mein Haus betreten? Ich bin es. Hi! Was zum. Was machst du mit mir? Hä? Okay, also. Die darf ich nicht. Berühren, die Dame. Wie wir so krabbeln wie Luigi, finde ich aber lustig. Das finde ich echt lustig. Aha. Und wie kriege ich das da raus? Keine Ahnung. Irgendwie. Kommt sie näher oder so? Muss ich mich verstecken im Kühlschrank? Ein blauer Schlüssel. Fürs Klavier. Schleichen. Doppel. Bist du Musik spielen? Das merkt sie ja bestimmt nicht. Oh. Ist sie in der Nähe? Oh, ist ja wie ein Horrorspiel hier. Halt den Sieg, ich hab mich schon versteckt. Kann die mich hier sehen? Ich kann mich selber kaum noch sehen. So alles durchsichtig, aber... Das ist mein einziges Versteck. Wo soll ich mich denn sonst verstecken? Ein Bett gibt's hier nicht. Sie kann mich hören? Oh nein. Oh, ihr Schatten. Habt ihr es gesehen? Der Garten? Ich kann mich auch hier verstecken. Aber was bringt das jetzt? Was bringt das jetzt, dass ich den Schlüssel reingetan habe? Oh nein, jetzt hat sie es gehört und kommt her. Wo kommt sie? Wo kommt sie von da? Was geht hier ab? Was? Ist sie weg?
Ja, da ist ein Käfer oben drauf. Okay. Ich hätte gern das Buch hier oben. Ja, es fällt runter. Aber wie fällt es runter? Was muss ich dafür machen? Mir fehlt irgendwas noch dafür. Aber was? Gibt es hier noch irgendwas? Hier. Was zu verstecken. Okay, schön und gut, aber... Irgendwas fehlt doch noch. Darf ich hier durch oder sieht ihr mich dann? Okay, da darf ich nicht durch. Ich bin überfragt. Ich höre sie wieder. Da ist sie wieder. Okay, sie geht. Ist hier was? Bist du? Verstecken, verstecken! Oh nein! Oh nein! Ich bin so überfordert! Ich weiß nicht, was ich tun muss! Ich weiß, wie ich an das Buch ankomme, aber mehr weiß ich nicht. Hä? Sie geht einfach mit vorbei? Warum? Hier! Sie geht einfach mit vorbei. Die ist direkt. Oder kommt jetzt rein? Kommt jetzt rein? Nee? Hör, die Wand bricht ja zusammen hier! Muss ich einfach nur eine Zeit lang überleben? Ja, okay, wenn es mehr nicht ist. I don't know. Und am Klavier ist am sichersten, glaube ich. Bisher. Vielleicht muss ich ja wirklich einfach nur überleben. Für eine Zeit lang. Weil dieser Riss hier im Boden war nicht die ganze Zeit da, war vorhin nicht da. Oh, sie kommt, oh, sie kommt. Wo ist sie? Müsste es hinter der Tür sein. Was? 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 Ich konnte nichts machen! What the hell? Ich verstehe dieses Level nicht. Ich verstehe einfach dieses Level nicht. Ah, vielleicht muss ich in ihr Zimmer. Ja, das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht dran. Das ist für irgendeine Tür. Schön und gut. Ja? Ah, vielleicht muss ich da die ganze Zeit Lärm machen. Die ganze Zeit draufsteppen. Damit das Buch irgendwann runterfällt. Ah, die sieht mich nicht, oder? Die sieht mich nicht, oder? 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 Nö. Weg ist sie. Okay, ciao. Oh oh, oh oh. Nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Okay, hier rein, hier rein. Mich irgendwo verstecken? Was ist denn hier oben? Was? Irgendein Item! Sticker to the Man Achievement! Neuer Sticker! Achso, okay, ist nur ein Sticker. Okay, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Checkpoint! Yes! Wir sind geflohen! Oh, aber es geht noch weiter! Es geht noch weiter. Sie wird wahrscheinlich wissen, dass wir jetzt hier oben sind. Aha! Ein altes, verschüttetes Tagebuch. Die meisten Seiten wurden rausgerissen. Zu einer verbliebenen Seite Blätter. Okay, 13. Warum? Was habe ich falsch gemacht? In seinen Briefen schreibt er über sie, eine Lehrerin. Er sagt, er liebt mich, aber sie sieht ihn die ganze Zeit. Ich krieg nur Brief und sie seine Zeit. Er ist mein! Sobald sein Studium fertig ist, habe ich ihn wieder. Okay, 48. Liebes Tagebuch, heute verließ mich mein Prinz, um sein Studium zu beginnen. Er wird weit und lange weg sein. Er hat versprochen, mir zu schreiben. Er wird mich doch nicht vergessen haben, oder? Seine geliebte Prinzessin? Okay. 73. Er kommt zurück. Nur ein Wochenende. Eine kurze Auszeit von ihr. Ich werde ihn überzeugen zu bleiben. Ich kann meine Liebe nicht nochmal liegen lassen. Hört sich alles etwas melodramatisch an. Wait, what? Sie ist hier? Warte, ich erkunde gerade. Ich habe einen Schatz. Einen Malstift. Wo ist sie? Sie hat es tatsächlich hochgeschafft.
Mein Prinz liebt sein Frühstück viel zu sehr. Ich beleidige ihm diesen leckeren Speck. Er liebt ihn viel zu sehr. Ich will keinen Speck mehr in diesem Haus. Okay, einmal hier durchgehen. Oh, ich wünschte nur, ich könnte ihn für immer haben. Eingesperrt im Keller, Aber man kann keinen Mann in Ketten legen, oder? Was? What is happening? Hi, süßes Ding. Nee, ich bin nicht close by. Das ist eine Lüge. Wo ist sie eigentlich? Da ist sie. Okay. Hör, ich habe einen Ballon. Oh nein, das ist schlecht. Jetzt sieht die meinen Ballon wahrscheinlich, oder? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo geht sie lang? Die soll ja nicht runter. Oh nein, sie kommt her. Ich gehe zur anderen Seite rüber. No, genau, no. No, 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 no. Wir gehen. Wo ist sie? Geht sie jetzt wieder zurück? Ja, sie geht zurück. Bitte geht sie da hinten durch die Tür, weil dann kann ich ja durchgehen. Geht sie da durch die Tür? Geh nach rechts. So alte Schruckschrulle. Oh, sie bleibt da stehen. Ey, wie gemein. Okay, schnell, schnell, schnell. Ich kann nicht alles durchlesen. Okay. Es tut mir leid um deine Haare, mein Prinz. Ich wollte nur, dass wir die gleiche Länge haben und die gleiche Farbe und die gleichen Locken. Du siehst wunderschön aus. Was geht denn da ab, Junge? Die ist ja richtig verrückt. Oh cool, ein Token. Nimm mich mal mit. Wo ist sie? Wo ist sie jetzt gerade? Oh, sie kommt her. Oh, ich muss weg. Ich muss irgendwie an ihr vorbei. Oh Gott! Oh Gott! Du musst... Wo ist sie? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Kommt jetzt hier durch? Und geht sie dann dort hinten wieder raus? Ja, da oben ist ein Schlüssel. Stimmt, wie komme ich denn da nicht den Schlüssel dran? Wo ist sie? Es passiert irgendwie gerade gar nichts. Oh, der Ballon! Was passiert hier? Was passiert hier? Der Ballon ist geplatzt! Ah, der Ballon ist geplatzt! Ich hab Angst! Sie sieht mich nicht, oder? Sie kann mich nicht sehen! Nein, sie sieht mich nicht, oder? Nein, geh doch nicht da wieder raus! Geh doch bei dem anderen Ausgang wieder raus! Warum da? Och man, wie lame. Da muss ich doch jetzt bestimmt lang, oder? Warte, wie komme ich denn da jetzt dran? Brauche ich noch einen Ballon? Gib mir mal noch einen Ballon, da sind ja drei Stück. Vielleicht brauche ich ja alle drei davon. Okay, danke. Hallöchen, Ballongi. Balloni-Duni. Hol mir mal bitte jetzt den Schlüssel. Das, was der andere nicht geschafft hat. Ich brauche alle drei. Und jedes Mal explodieren die. Ne? Pop. Der macht jeden Moment Pop. Ich weiß es einfach. Ja. Hä? Oh nein, habe ich es verglitscht? Wo ist mein Ballon? Hä? Was zum? Hä? Was ist passiert? Okay, ich kann hier rein? Ich bin übelst verwirrt. Ich glaube, ich mache eine eigene Folge hier raus. My Prince is gone. Oh oh, der Prinz abgehauen. Mario! Hallo? Hä? Oh. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass sie von da rauskommt. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ja! Ich liebe Luigi's Mansion, vor allem den ersten Teil. Das finde ich super Reference.
Ja, da ist sie. Weg, 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 weg. Sie weiß, dass ich hier bin. Weg, 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 weg. Oh, Alter, hoch. Sind wir fertig? Eine riesige Truhe. Ist da vielleicht meine Seele drin? Oder ein Preis? Okay, die Hitboxen sind noch hier, aber es wird nicht geladen. Auch gut. Kleiner Dino-Headkit. Wo müssen wir lang? Wo sollen wir lang? Wir können unseren Hut benutzen. Unseren Fuchs. Unsere Fuchsmaske, damit wir hier hoch können. Ja, und dann kriegen wir dafür den anderen Malstift. Aha. Und was kriegen wir hier? Ich kann meinen Hut nicht wechseln, warum nicht? Ich darf ihn nicht mehr wechseln. Okay, dann nicht. Wow, wow, wow. Let's go! Woo, unser Hourglass war hier oben die ganze Zeit. Yeah! Yeah, yeah! Das war eine interessante Mission. Not bad. Hä? Was zum... Fake Ladebildschirm. Oder was? Jetzt lädt sie für uns? Intruder Alert! Red Spice in the base. Wortwörtlich, sie ist hier, einfach eingedrungen. Was macht sie hier? I made it. I infiltrated that kid's spaceship without the alarms going off. Oh no. I bet she's collected a ton more timepieces than I have. Now where does she keep them? Sag mir nicht, sie klappt mir nochmal alle und ich muss noch mehr Level machen dafür. Oh, jetzt spiele ich als Mustache Girl. Okay, das ist lustig. Sie hat die gleichen Abilities. Yeah. Kann sie auch hier Among Us spielen? Das ist den Sound. Ne, kann sie nicht. Okay. Ja, die saved sie eigentlich hier oben. Jetzt habe ich 25 Stück. Das sind mehr als die Hälfte. Ich glaube, es gibt insgesamt 40. Und das sind jetzt mehr als die Hälfte. Hier drinne. Ja, aber da brauchst du einen Schlüssel für. Oder nicht. Oh nein. Nein! Lass es in Ruhe! Nein! Was passiert denn da mit Mafia Town? Was zum... Jetzt kommt B-Side-Mission. Nee, was geht denn jetzt ab? Hm? Lass mal gucken, ob hier ein bisschen was verändert hat. Ja, Akt 4 habe ich durch. Time Rift Detected, war mir schon klar. Machen wir jetzt nächstes. Oh, wir haben jetzt zwei Time Rifts Detected. Das haben wir noch gar nicht gefunden. Oh, wo ist das denn überhaupt? Keine Ahnung. Und keine Ahnung. Okay, muss ich mal gucken. Aber hier hat sich nichts geändert. Wofür war denn das Ganze dann? Da muss ich hier was geändert haben. Ich habe immer noch 25 Hourglasses, ne? Aufmachen kann ich das nicht. Das ist nächste Chapter. Was ist denn passiert? Also, der Planet ist auf jeden Fall explodiert. Ich glaube, das ist Mafia Town. Ich glaube, sie hat einfach das gemacht, was sie die ganze Zeit machen wollte. Mafia Town kaputt machen. Mann, jetzt geht er doch hoch. Ja, los. Hoch da. Und was ist mit Mafia Town passiert? Ja. Nee. Ist nichts passiert, oder? Wenn ich einfach in das Level reingehe, ist die Welt dann anders? Nee, die Welt ist genau gleich, immer noch. Okay, ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was sich jetzt geändert hat. Oh, warte doch, ich weiß es jetzt. Warte, ich hab's gerade gesehen. Hier! Aha, das ist jetzt freigeschaltet. Okay, ich habe jetzt hier Chapter 4 und Chapter 5 freigeschaltet. Also ich kann schon zum Ende des Spiels kommen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wie gesagt, wir gucken erstmal, wo die beiden Time Rifts sind. Wenn ich sie gefunden habe, dann sage ich euch Bescheid. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich mache doch erstmal die Mission. Oder mache ich nicht? Wo sind denn die? Vielleicht kann ich die auch ohne die Mission finden.
Finden wir erstmal das hier. Okay, keine Ahnung, wie ich das zusammenschneide, aber diese beiden Zeitrisse findet man, glaube ich, soweit ich erfahren habe, nur hier in Postservice. Das heißt, wir machen erstmal das Level und schauen dann, ob wir die beiden dann noch finden können. Also, rein in Akt 5. Postservice. Lieferung. Ja, wir müssen die ganze Arbeit machen. So wie ich erfahren habe, müssen wir 10 Geistern ihre Briefe vergeben. Ich mag übrigens das Spike, das sieht voll cool aus. Das hat so Style. Ja, ja. Schon verstanden, schon verstanden. Du gibst uns jetzt den Auftrag. Ja, unser letzter Vertrag, ne? Oh. I've got a gift for the occasion. Although it requires a special kind of hat to use. I hope you've got it. Okay, ein Geschenk, aber nur mit einem bestimmten Hut können wir es aufmachen. Haben wir diesen Hut? Postzustellungsanstecker. Ist das nicht einfach nur Fahrradanstecker? Oder ist das ein Reskin? Oh. I need it back before you leave. Remember to put it on your sprint hat, or it does absolutely nothing. Okay. All of the minions who are awaiting mail will have an icon above them. Once you're done, come back here and clock out. Get it? Okay. Ach, dafür ist dieses Ding hier da, um meinen Tag zu beenden. Rental! Return after use! Okay, es ist übersetzt, also ist über... Ja, das geht über unser vorherigen Anstecker mit dem Fahrrad. Ich kann doch nicht reden, weiß auch nicht, was los ist. Schwebeanstecker, warum sieht das so anders aus? Na, ist auf jeden Fall egal. Ja gut, wenn sonst nichts ist. Hier, seht ihr? Liefere 10 Pakete. Und ansonsten, ihr seht, ich... Drück so viel ich will. Das ist unser letzter Contract. Hi. Wie gebe ich dir das? Ah, ich muss dafür hier in dem neuen Bike sein. Oh, das sieht so cool aus, das Bike, finde ich. Ich finde, das hat richtig Style. Gibt mir auch so ein bisschen Luigi's Mansion Vibes. Da gab es auch so einen Boss, der so lila war. Gefällt mir richtig gut. Wie gebe ich ihm das denn? Postfeuern. Ach, ich schmeiß es einfach so. Ich kann jetzt schießen. Piu, piu. Ach, und ich kann jetzt auch. Weil ich genug Geld habe. Hier jetzt wieder was kaufen. Okay, er brennt gerade, aber ist auch egal. Niemals wegen des Hechtsprungs an Wänden abprallen. Du stirbst durch einen Treffer nur für die Mutigen. Boah, da kostet aber 500. Kaufen wir uns erstmal den hier. Der ist sehr nützlich. Weil dann können wir 3 auf einmal haben. Ich denke, das ist die Maximumanzahl. Yeah, let's go. Okay, das ist jetzt abgehakt. Ich glaube, da gibt es jetzt gar nichts mehr. Das können wir auch mal kaufen. Na, wenn ich schon Geld habe, dann nutze ich es jetzt mal aus. Anti-Abbrandschutz. Ich weiß nicht genau, wie der funktioniert, aber den können wir direkt mal ausrüsten, um es auszuprobieren. Badge Master Achievement. Okay, vielleicht habe ich jetzt schon alle Badges, also alle normalen. Ja, ich kann dann noch den hier kaufen. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt alle normalen Badges? Also einen kann ich mir hier noch kaufen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt super viele Badges neue. Cool. Okay, Fire Spirit to break the wall. Ich denke mal, dass wir... Genau, die ganzen beiden... Die beiden, ich kann auch nicht reden. Die Zeitrifts. Die sind alle hinter dieser Feuerwand. Ihr seht, da hinten ist so ein Burning Forest. Und da ist es. Aber da komme ich halt, wie gesagt, noch nicht durch. Ich denke mal, dass es nach diesem Kapitel... funktionieren wird. Okay, ich denke mal, hier gibt es nichts mehr, oder? Maybe? Ich weiß es nicht. Soll ich hier lang? Obwohl, ich glaube, ich soll tatsächlich wieder den alten Weg gehen, wo wir sonst immer lang gefahren sind. Weil ich glaube, hier ist sonst nichts. Was ist denn hier? Oh!
Yeah, I am new around here, bro. Hier, für dich. Okay, der war auch wichtig. Scheinbar müssen wir uns überall umschauen. Gibt's überall welche. Ich hoffe nur nicht irgendwo an versteckten Orten, schwierigen Orten. Hoffentlich nicht. Du. Hier ist einer. Und da hinten habe ich auch noch mal einen gesehen. Ja, die sieht man aber von weitem. Das ist zumindest ein Vorteil. Brudi. Hier, nimm. Das ist für dich. Schenke ich dir. Ehrlich. Ganz ehrlich. So, da unten haben wir eine Anzeige, wie viele wir haben. 4 von 10. Und ja, ich glaube, ja, die meisten sind hier im Wald. Alles klar. So, hier oben. Hier kann man ja auch nur jetzt hin. Vorher ging das ja nicht. Bestimmt sind hier noch welche. Ich glaube, hier waren auch noch mal. Oh, ja, da oben ist einer. Boing, 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 boing. Ja, bestimmt kann man das zwar auch von unten so da hochschießen, aber was soll's. Warum ist er eigentlich hier zweimal? Ist das der gleiche Dude? Ah, jetzt hat er neue. Verringert die Abklingzeit für Hute. Du schiebst einen Treffer. Mit verstopften Ohren nuscheln plötzlich alle. Okay, also die sind böse. Die muss ich mir aber auch noch kaufen. Und ich glaube, jetzt spare ich auf den oder so. Ich kann auch auf das eine sparen für 400. Womit ich, ist hier oben noch eine? Ich weiß nicht. Womit ich alle Geschenke sehen kann. Aber ich glaube, das hole ich mir ganz am Ende des Spiels. So für 100% Suche halt. Hier hat er sich getroffen. Jetzt hat er es getroffen. Einer fehlt noch. Verdammt. Oh, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Das war eine wirklich einfache Mission. Das war wirklich richtig einfach. Ich komme wahrscheinlich auch noch mit rein. In die Folge. Und yay! Damit sind wir unsere Contracts los. Das heißt, beim nächsten Kapitel können wir dann unsere Seele abholen. Im Finale. Das wird bestimmt auch sauber funktionieren. Ohne Komplikationen und so. Achso, stimmt. Bevor wir es abholen, müssen wir natürlich erstmal die Zeitrifts abholen. Ist ja klar. Na, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Nett.